MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jo Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video will ich euch nur sagen, dass es gerade einen extremen Marktcrash gibt in FIFA 15 Ultimate Team. Wie ihr hier sehen könnt, Manuel Neuer 490.000. Und jetzt schauen wir uns das mal an, was der am Montag gekostet hat. Ja genau, über 500k. Fast schon 600, hier erreicht er sogar noch 619 und gestern war er dann auch plötzlich bei 635 und dann geht es aber ganz schnell runter. Und heute kostet er im Moment 490.000, das heißt, er ist richtig gesunken. Ein weiteres gutes Beispiel ist Gareth Bale von Real Madrid. Jetzt schaut euch das einfach mal an. Ich habe den vor ein paar Stunden noch nachgesehen, war er über 1,2 Millionen und jetzt ist er bei 995.000. Schauen wir uns das auch mal an. Also am Montag hier seht ihr es 1,6 fast schon. Ja, hier haben wir es dann 1,7 Millionen fast und plötzlich geht es wieder ganz schnell runter. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau warum, aber hier noch 1,4. Vor 4 Stunden oder so, 1,4 und plötzlich geht es innerhalb von 1-2 Stunden sowas von runter. Und ein richtig gutes Beispiel ist dann natürlich noch Cristiano Ronaldo, auch von Real Madrid. Suchen wir den mal hier. Okay, ja, jetzt hängt das hier ein bisschen. Suchen wir so, Ronaldo. Okay. Egal, das geht jetzt nicht, dann probieren wir es mit Messi. Lionel Messi, ja, das geht jetzt. So, Lionel Messi, schaue ich es einfach mal an. Der kostet im Moment 6,189. Aber am Montag hat er noch sowas von viel gekostet. 7,7. 8,3 Millionen. 8,3 Millionen. Und dann gestern ging der nochmal richtig in die Höhe. Hier ist das höchste bei 9,2 Millionen. Und heute auch noch bei 8,4, auch noch ganz gut. Und dann plötzlich, hier seht ihr es, einfach mal so richtig runtergegangen. Um 1 Million Coins gefallen, innerhalb von 2 Stunden. Sowas siehst du echt nicht oft, also das ist wirklich extrem. Und jetzt ist er halt eben schon bei 6,189. Und ja, dann probieren wir nochmal Cristiano Ronaldo. Da haben wir ihn jetzt aber. Nein, schreibt man den nicht so? Oh, den schreibt man so. Cristiano Ronaldo von Real Madrid. So, das schauen wir uns jetzt auch mal an. 7,15. Und ich habe es vor 2-3 Tagen nachgesehen. Es ist einfach nur krank. Schaut euch das an. Der steigt bis über die 10 Millionen Coins Grenze. Und da geht der nochmal so richtig ab. 11,1. Okay, 11,1, merkt euch das mal. 11,1 und dann 10,5 ist ja auch noch ganz gut. Aber plötzlich, hier seht ihr es. Sagen wir, ab hier beginnt das ganze Drama. Um 10 Uhr, okay, um 10 Uhr bis 16 Uhr, das heißt 6 Stunden, ist er um 3,2 Millionen Coins gefallen. Und wieso das so ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil alle ihre Spieler jetzt irgendwie verkaufen wollten oder es zu viele Spieler auf dem Markt gibt und die Nachfrage natürlich dann zu gering ist und deswegen fallen die Spieler vielleicht. Ich weiß es nicht genau, aber das könnte für mich ein Grund sein. Ein Beispiel sehen wir uns aber dann doch noch an. Ich würde sagen, wir schauen uns Robben an. Arjen Robben von Bayern München. Aber den schreibt man sicher so. Robben, komm schon. Okay, dann probieren wir Neymar. Ja, jetzt ist er da. Okay. Arjen Robben, schauen wir nochmal nach, was Arjen Robben im Moment kostet. Und es ist einfach nur unglaublich. 979, natürlich noch ein hoher Preis. Aber 979 ist im Rahmen, denn wie ihr hier sehen könnt, am Montag hat er noch über 1,5 Millionen gekostet. Und ja, dann am Dienstag immer noch so hoch. 1,63, das höchste. Und jetzt sehen wir dann schon 1,333 und dann plötzlich geht er sowas von down. Ich verstehe es nicht ganz genau, aber es ist einfach nur krank. Also falls ihr euch Spieler kaufen wollt, dann wartet noch 1-2 Tage, da wird wahrscheinlich dann ihr Tiefpunkt sein. Versprechen kann ich sowas natürlich aber auch nicht. Und ja, auf jeden Fall
Die Spielerpreise fallen im Moment extrem und ja, das ist wieder ein weiterer Markttrash. So ähnlich wie der Markttrash beim Totti, das ist jetzt schon echt sehr, sehr starker ein sehr, sehr starker Marktcrash. Und ja, damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Und ich würde sagen, das war's. Ciao Leute, FIFA Stars.